So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Wir befinden uns in Meiningen bei McDonald's, angetrieben vom Maggis-Gott. Der hat nämlich den McPlant, dieses vegetarische, lumpige Ding da getestet. Ich habe ihm gesagt, den würde ich auch mal testen, weil er gesagt hat, der schmeckt so lecker, der war so gut. Der McDonald's in Meiningen sieht ungefähr so aus. Hier ist ein Riesenberg, da oben kommen Autos rein, da ist das Maggis-Logo, da drüben ist die Filiale, also sieht doch eigentlich herrlich aus oder auch nicht. Und jetzt gehen wir mal da rein und testen den McPlant mit Plant Nuggets oder was das ist. So, wir sind jetzt hier im Außenbereich. Die Sonne brennt, aber trotzdem ist es total kalt. So sieht das hier aus. Außenbereich, kommst du raus, kannst dich da hinsetzen. Hier ist noch so eine Rutsche. Hier ist super Belag. Falls ihr hinfallt, weil der Burger so schwer war, dass ihr auch weich landet. Pupsi holt jetzt gerade noch das Essen. Ich wollte schon mal hier abfilmen. Sie hat gesagt, such schon mal einen Platz. Sie will eigentlich immer, dass ich mich hinsetze und reserviere, dass wir dann auch Platz finden. Aber draußen sitzt eh keiner. Wir sind also alleine. So, das Essen ist gerade angekommen. Hier also die Nuggets. Hier der Plant. Und ich habe mir für die Nuggets extra einmal Barbecue Dip dazu genommen. So, ich möchte jetzt direkt mal mit den Nuggets anfangen, weil die Nuggets wurden nicht so gut bewertet vom Maggis-Gott. Möchtest du auch mal ein Nugget probieren? Ohne Dip, ohne alles. Riechen erstmal original wie normale Nuggets, oder? Kannst du dir einen rausnehmen, genau. Ich beiß einfach mal ganz kurz ab. Die sehen auf jeden Fall mega knusprig aus. Also das Aussehen gefällt mir sehr gut. Geschmack wunderbar. Ach, das Aussehen und der Geruch wunderbar. Aber wie schmeckt's? Pupsi hat ihren abgebissen und direkt wieder bei mir reingelegt. Nee, was findest du? Ich finde, die sind zwar total knusprig, aber... Knusprig, aber... Schmecken eigentlich nur nach Frittierfett. Schmecken nach Frittierfett. Also es ist eigentlich nur total ölig. So. Ölig. Ich habe auch gerade so gedacht, ich habe es mir total schlimm vorgestellt, aber ich beiß hier rein und denke, ich beiß in ein Butterbrot. In ein sehr knuspriges, warmes, leckeres Butterbrot. Das passt also, wenn du sagst, Frittierfett, ölig, sonst was. Aber irgendwie finde ich den Geschmack nicht schlimm. Also ich finde, der Geschmack geht eigentlich, ist anders als erwartet. Ich finde es ein bisschen zu schade ums Geld. Ob das jetzt dann gesund ist, dass das einfach nur nach Frittierfett schmeckt und man dann immer denkt, man isst Frittierfett, das ist ja wieder was anderes. Jetzt probieren wir das Ganze mal mit dem. Weil dieser buttrige Geschmack kommt halt trotz Dip immer wieder komplett durch. Das ist Pupsis Nugget gewesen. Die hat das so ein kleines Stück abgebissen. Also ist knusprig. Du merkst gar nicht, ob du jetzt auf einem richtigen Nugget rumbeißt oder auf was anderem, weil die Konsistenz an sich die gleiche ist. Die kommen mir trotzdem irgendwie knuspriger vor als die normalen Nuggets. Ja, finde ich gut. Und dieser buttrige Ölgeschmack muss man halt entweder mögen oder halt aufdringlich und eklig finden, aber schlimm finde ich die nicht, würde ich sogar nochmal essen. So, das waren also die Nuggets. 4 Stück sind noch da, haben extra nur eine kleine Portion genommen, 6 Stück. Da will er sich gesund ernähren. So, der Burger liegt hier drin, wir müssen mal die Pappe hier noch aufreißen. Jetzt habt ihr das hier wie auf einem Teller, ne? Was mir schon auffällt, das sind 2 dicke, fette, saftige Scheiben Tomate drauf. Das sieht gut aus. Der Käse ist hier so über das Fleisch gelaufen. Ein schönes Sesambrötchen. Hier habt ihr Salat, ihr habt hier Ketchup, vielleicht auch Senf oder so, weil hier ist irgendwie ein gelbes Tröpfchen irgendwas. Vielleicht ist das aus Versehen da drauf gelandet. Der Käse ist ein bisschen verrutscht und unten drunter ist nix. Also wenn du es anhebst, nix. Willst du den auch probieren? Nicht? Schon allein wegen den Tomaten wahrscheinlich. Und bin ich mal gespannt, der Maggis-Gott hat davon geschwärmt, dass der richtig saftig ist und richtig toll ist. Mit so viel Tomate drauf. Schade, dass es den nicht in der Jalapeno-Variante gibt, weil das ist ja auch nur Gemüse. Wir beißen einfach mal rein. Jetzt sehe ich auch plötzlich hier eine Gurke, die habe ich vorher nicht gesehen, die ist jetzt zum Vorschein gekommen. Und
erster Eindruck, es schmeckt sehr leicht. Schmeckt wie ein gesunder Burger, der nicht schwer im Magen liegt, der trotzdem frisch ist. Liegt das Gemüse drauf. Das Fleisch-Patty, was kein Fleisch ist. Das Veggie-Patty. Hat trotzdem irgendwie so eine ganz leicht fleischige Note vom Geschmack her. Wahrscheinlich halt durch das Anbraten hin und her, in was auch immer. Mit dem Käse drüber. Du merkst gar nicht so sehr, dass das kein Fleisch ist. Also kann man essen. Macht eigentlich einen guten Eindruck. Ich kann nachvollziehen, warum der Maggis-Gott sagt, dass der richtig tasty ist und richtig lecker. So, habe jetzt auch noch das zweite Mal reingebissen, das dritte Mal reingebissen. Also der Geschmack bleibt gleich. Es schmeckt frisch, es schmeckt irgendwie köstlich. Ich kann es nicht genau beschreiben. Für über 5 Euro ist es trotzdem irgendwie gefühlt wenig. Also wenn ich den esse, habe ich danach irgendwie immer noch Hunger, würde gleich noch einen essen, also 3 Stück gehen bestimmt. Dann bist du schon bei 15 Euro. Da hole ich mir vielleicht trotzdem lieber für 5 Euro einen Döner. Aber der liegt wieder schwer im Magen. Also zum Probieren auf jeden Fall empfehlenswert. Probier den auch mal, wenn ihr den nicht kennt. Aber immer den essen. Auf Dauer wäre mir das trotzdem nichts. So vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Schmeckt gut, aber ist halt eine kleine Portion. Deswegen für 5 Euro brauche ich was Fetteres. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Hey, wir haben uns jetzt kurz reingesetzt in Maggis, damit Pupsi in Ruhe noch ihren Milkshake trinken kann, weil es hier draußen doch zu kalt war. Jetzt hat sie mir gezeigt, hier sind so Rubbellose drauf, wo man jeden Tag einmal rubbeln kann. Und da kann man einen McPlant gewinnen. Und jetzt hat sie meins freigerubbelt und da steht einfach noch ein McPlant gratis. Das heißt, ich kann mir jetzt noch einen zweiten holen und hier drin essen. Hey! So, hier sitze ich jetzt mit meinem gratis McPlant. Plant, wie sagst du denn dazu? Guckt euch den an. Gratis. So, weil draußen die Belichtung so schlimm war, esse ich den jetzt einfach hier drin. Nochmal für die Kamera, vielleicht im Zeitraffer, schnell gemacht und lass es mir schmecken. Denn hier drin sieht er viel besser aus. So, das war es jetzt aber wirklich von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses und eure Pupsi. Ciao.